Heute sind wir wieder an der Reihe im Speed Dating, wenn es wieder heißt Hot or Not. Los geht's! Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Und herzlich willkommen zu unserem Speed Dating. Ja, Gwen ist wieder mit von der Partie. Hallo. Hallo. Ja, sehr fröhlich sind wir dabei, jetzt weitere Spiele euch zu präsentieren, ob wir sie hot or not finden. Wobei das schon eine Weile her ist, als wir die Spiele gespielt haben. Deswegen mal gucken, wie viel wir da noch wissen. Ja, doch, wir wissen noch einiges. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem Spiel. Sail, ein Zweispieler-Stichspiel. Ja, du guckst schon. Ja, das mit den Booten, wo man dann immer genau, wo man dann so miteinander Stiche spielen muss und der den Stich gewinnt, der bringt sozusagen das Schiff in seine Richtung nach vorne und man hat verschiedene Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ja, Tricky Card Games steht hier um die 20 Minuten spielbar. Ich weiß gar nicht, wie viele Partien wir gespielt haben. Auf jeden Fall können zwei, glaube ich, ne? Wir sagen 3, 2, 1. Das habe ich mir fast gedacht. Aber wieso? Was hat dir daran nicht so gefallen? Alles. Alles, okay. Ja, ich meine, ich finde es eigentlich ganz cool, dass man so ein bisschen abwägen muss, okay, was kann ich jetzt spielen, weil man will ja die gewisse Symbole spielen. Und wenn man die Symbole, wenn sie passen, dann fährt man halt in Richtung, ne, Ziel. Aber man muss auch gucken, dass man die Kanone aktiviert, um den Kraken aufzuhalten. Aber Stichspiel nicht deins, nein, oder? Aber es bleibt, weil ich habe ja Hot gesagt, ja. Nee, ich finde es aktuell noch ganz cool. Ja, mir gefällt es auch vom Artwork irgendwie, weil es halt so ein bisschen mal was anderes ist. Und es geht halt zwar, es ist zwar schon das Stichspielelement, aber es geht halt auch drum, dass man eben ja das Schiff nach vorne bringt und halt guckt, okay, ich will es eigentlich nicht in meine Richtung machen. Können wir da vielleicht was machen und so ein bisschen abwägen, was der andere hat und was er nicht hat? Ich kann Gwen nicht begeistern. Gut. Ja, kommen wir zum nächsten Titel. Top 10, das Partyspiel, das wir bei deiner Feier hier dort mit deinen Kollegen gespielt haben. Und du hast am Anfang gedacht so, hä, haben wir das zu Hause? Ja, wir haben das zu Hause. Und was war unsere Challenge da? Irgendwas mit, was hatten wir da? Was man eklig, nee, was man kaufen würde. Oder sofort, ich habe gedacht, diese Villa und dieses Haus und Fahrrad und was man sofort bei einem Job, bei einer Kleinanzeige oder sowas kauft. Irgendwie sowas. Naja, wie finden wir das? Hot or not? 3, 2, 1. Was ist denn hier los, ey? Schon wieder ein Not. Warum findest du das not? Hat mir nicht gefallen irgendwie. Nicht? Aber das ist doch irgendwie ganz cool, wenn man das einschätzen muss, welche Stärke von 1 bis 10. Und dann denkt man sich, oh, wie stelle ich eine 6 da? Oder was sage ich zu dem und dem? Und ich finde, da gibt es andere coole Spiele, die man so, also so Gesellschaftsspiele im Sinne von so Partyspiele. Da muss es nicht das sein. Ja, jetzt haben wir schon das zweite Spiel, das nur so ein Hot und Not bekommen hat. Laut Gwen soll es ausziehen. Ich finde es immer noch gut, dass es in der Sammlung, weil es kann man gut mit bis zu, was ist das, 9 Spielern, ne, spielen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz cool. Was ist heute? Ist ja nichts los in der Hose hier. Okay, mal schauen, was das nächste Spiel kann. Wir haben hier Happy Bee. Das haben wir mit deiner Mutter gespielt. Und ein Spiel, bei dem man sozusagen versuchen muss, die meisten von einer Karte zu haben oder einer Farbe, um dann die Stichfarbe zu, oder nicht Stichfarbe, halt die Farbe zu bekommen, die dann Punkte gibt. Ne? Ja, jetzt mal gucken, wie es da ausgeht. 3, 2, 1. Ich fand es cool. Es hat Spaß gemacht. Ja, sagen wir es mal so. Ich finde es nicht schlecht. Aber mittlerweile denke ich mir, weiß nicht, kann ein bisschen swingy sein und so richtig vom Hocker gehauen hat es mich jetzt irgendwie nicht. Nicht schon. Ja, dir hat's gefallen? Ja, hat auf jeden Fall mehr Anrecht als die anderen zwei im Schrank. Okay, naja, es ist auch schön, dass es mit bis zu 6 Spielern spielbar ist. Es ist eigentlich leicht erklärt. Es hat also diesen, ja, ich meine, dadurch, dass man die Karten wieder behalten darf und dann in der nächsten Runde quasi von der Farbe ja mehr hat, muss man so ein bisschen abwägen, okay, was hat der andere noch? Oder man könnte es natürlich auch abzählen, aber ja, es war ganz unterhaltsam, aber ja, es war unterhaltsam. Heute sind wir uns nicht einig, habe ich das Gefühl. Okay, schauen wir mal,
Was dieses Spiel, von dem noch nie jemand was gehört hat, Calavera, ein böses Würfelspiel für 2 bis 4 Spieler. Ich weiß nicht, ob das auch immer wieder bei uns im Aufgetischt vorkommt oder in meinem Aufgetischt. Also mal schauen. 3, 2, 1. Nein, Spaß. Natürlich, Calavera ist nach wie vor immer noch ein cooles Game. Ja? Wir haben es jetzt auch wieder jemand Neuen vorgestellt, ne? Dem Rob, und haben das gespielt. Und es ist halt schön fies, es ist schnell gespielt. Man kann auch richtig fuchsteufelswild werden. Ja. Ne? Was gefällt dir so daran? Warum ist das so dein Lieblingsspiel die ganze Zeit? Es hat Würfel. Okay. Es hat Totenköpfe. Mhm. Es ist böse. Es ist böse. Wie deine Seele. Es macht einfach Spaß. Ja. Und der Stapel wird immer kleiner, ja? Ja, wir brauchen neue Blätter. Also da ist, man sieht schon, ne? Da ist nicht mehr viel drin, aber es ist immer noch genug da. Was immer ein Streitthema ist, sind die Farben. Ja. Das ist für mich, hol mal kurz raus, das ist orange. Das ist gelb. Nein, das ist orange. Und das ist türkis, nicht blau. Oder rosa und nicht rot. Also naja, aber jeder sieht ja Farben ein bisschen anders, aber für mich ist das definitiv, das ist orange und das sieht genauso aus wie die Farbe. Nein, das ist gelb. Das ist orange, aber Ist orange. Okay, jetzt habe ich die Stifte draußen gelassen. Egal, das ist natürlich ein Double Hot. Ja, dann kommen wir nur zum nächsten kleinen Spiel und dann gehen wir ein bisschen größer weiter. Surfosaurus Max. Nicht komisch gucken, du musst ja erst den Paddle zeigen. Also das war das mit den Poker-ähnlichen, wo man dann quasi in der Mitte einen dann aufgedeckt hat und geguckt, dass man das beste Blatt zusammenstellt. Ja. Das habe ich noch gar nicht mitgespielt. Doch, das haben wir zu zweit gespielt. Ja, geht's schon los hier. Also, soll ich dir nochmal die Karten zeigen hier? Schau mal, das war das mit dem Surfosaurus Max und das waren diese Surfbretter. Mhm. Und dann hat man quasi ein Pokerblatt zusammengestellt. Und jetzt schauen wir mal. Ist mir richtig im Gedächtnis geblieben. 3, 2, 1. Nein, das kann nicht sein. Ja, also scheinbar hat es einen guten Eindruck hinterlassen, ja. Also, ich finde die Idee eigentlich noch nach wie vor cool. Das wird halt sehr gehypt. Ja, aber nicht von mir. Man versucht natürlich eine gute Pokerhand zusammenzukriegen, ja, von derselben Farbe. Und dann kriegt man dann am Schluss die Punkte, wenn man Karten beigesteuert hat, die das beste Blatt hatten. Ja. Also dir scheint es ja wohl nicht im Gedächtnis geblieben zu sein, deswegen war es vielleicht auch nicht so begeistert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du fandest es gar nicht so schlecht, aber halt auch nicht so geil. Vielleicht ist es auch ein Spiel, was man mit mehr Leuten auf jeden Fall spielen kann. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Nautilus Island. Das Spiel, bei dem man sich auf der Nautilus befindet, sich positioniert, entsprechend Karten zieht. Wenn man jetzt 3 Karten zieht, man kann auch 3 Karten ausspielen, versucht dann natürlich Punkte zu machen. Und jetzt kommen wir, ich weiß schon, wie es ausgeht. 3, 2, 1. Das hat mir gar nicht gefallen. Aber ich weiß nicht warum. Das hat langweilig. Einen super schön. Ja, es ist ein. Auf jeden ja, Fall ein, es ist langweilig, es, aber trotzdem. Nein, es ist ein Familienspiel, das so sehr gemütlich spielbar ist. Man hat ein paar Entscheidungen, aber letztendlich sammelt man halt und spielt dann halt die Sets aus. Also es ist nicht aufregend. Aber ja, wir haben ja ein paar Spiele, die vielleicht auch nicht aufregend sind oder nicht komplex oder keine Ahnung, aber das ist langweilig. Ja, ich finde es für das, was es ist, ganz chillig, das ist so ein richtiges Bier-and-Bretzel-Game, du spielst das so runter und hast so ein paar Elemente, ärgerst dich so ein bisschen, wenn der andere dir was wegschnappt und so. Also ich finde es ein sehr schönes Familienspiel, aber ja, du hast recht, man, es gibt vielleicht Spiele, die da ein bisschen vielleicht aufregender sind, wie du so schön sagst. So, nehmen wir doch einfach mal das da. Ich habe gedacht, wir tun das mal in 3 aufteilen, in 3 zusammenfügen. So, das sind nämlich alles von Krimi Games, 3 Fälle, ja, die wir alle 3 gespielt haben, mit unterschiedlichen Themen. Ne? Mafioso haben wir hier, da haben wir das Weihnachtsessen und hier haben wir Zoo in Neu-Delhi. Genau. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was wir dazu sagen. 3, 2, 1. Ja, also eigentlich ist es not, weil die fliegen jetzt raus, aber es ist ja ein gutes Spiel. Also natürlich sind das Spiele, die man weitergeben kann, weil jetzt haben wir sie ja gespielt, ja. Aber tendenziell finden wir sie natürlich hot, wobei manche, ja, mehr oder weniger natürlich. Das Weihnachtsessen hat mir am besten gefallen. Von den dreien? Ja. Mhm. Ja, ja. Und die anderen sind aber auch gut, ja. Also das ist so dieses typische, ne, man schmeißt die ganzen Materialien auf den Platz, auf den Tisch und dann versucht man den Fall zu lösen. Und wir haben das mit dem Whiteboard gemacht und allem. War sehr unterhaltsam und
laut unserer Regel ist es natürlich ein Not, weil es jetzt auch aus dem Hause rausfliegt oder halt weitergegeben wird oder es parkt halt irgendwie im Schrank, was auch immer. Aber die Spiele sind auf jeden Fall ein Hot. Ja, das mal krimimäßig. Jetzt kommen wir zu einem kompakten Spiel, Ghost Rider, bei dem zwei Spieler den Geist übernehmen und dann beide das gleiche Wort haben und die anderen das erraten müssen, also das jeweilige Team. Hat so ein bisschen Codenames-Vibes, aber es ist mit diesen Fragekarten natürlich ein bisschen anders. Und jetzt ist die Frage, hot or not? 3, 2, 1, boom! Oh ja, ich habe schon Angst gehabt. Ja, Ghost Rider hat in den Partien, in denen wir es gehabt haben, Laune gemacht. Und was haben wir gehabt? Handtasche und sind nicht drauf gekommen, obwohl die Tipps gut waren. Ja, das war dann so dieses... Ja, und trägt hier und irgendwelche bla 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 und also waren richtig coole Tipps eigentlich und dann im Nachhinein denkt man sich so, ah natürlich, clever, clever, aber währenddessen war man komplett in eine andere Richtung irgendwie und ja, es hat Spaß gemacht, wobei ich ein bisschen schade finde, dass die Art des Spiels mit mehr Leuten es sogar erschwert, obwohl es eigentlich besser ist. Weil man will sich ja absprechen, aber die anderen dürfen es ja nicht hören. Das heißt, man muss sich aufschreiben. Das ist ein bisschen blöd, sage ich mal. Bei Codenames kann man ja offen diskutieren. Das ist ja egal, was man sagt, ne? Weil es ja immer abwechselnd ist. Aber hier ist es ja, ja, da sollen die anderen natürlich nicht hören, was man bespricht oder was auf den Fragen steht, natürlich. Aber tendenziell, cooles Ding. So, das waren zwei Hots, das war auch hot, aber wir haben noch keinen Double Knot. Mal gucken, was das hier tut. Ja, wir haben Mosteiro, was wir mit Michi und Anka gespielt haben, mit den Typen nehmen und hier Ressourcen. Wo wir den und Kran komisch den fanden. Kran komisch fanden erstmal, ja. Jetzt ist die Frage, hot or not? 3, 2, 1. Also ich bin so schwer an der Grenze. Ne? Ich habe es ja in meinem Review gesagt. Wer das Review noch nicht gesehen hat, ihr könnt es euch angucken. Ich fand es irgendwie interessant, aber ich habe auch so ein bisschen die Probleme gesehen. Und obwohl ich halt so Würfeleinsatz spiele, ne? Das ist ja genau deins. Mhm. Ja. Was hat dir genau gefallen noch? Ich glaube, es hat mir gefallen, wenn ich mich ja, richtig Ja, es hat dir gefallen, ja. Es ist auch gut gelaufen für mich. Ja, ja. Ich meine, das ist halt, der Kran war so ein bisschen erstmal verwirrend, aber eigentlich hat das schon Sinn gemacht. Ich glaube, das Problem war, dass, war es nicht auch so, wenn man sich auf eine Sache irgendwie fokussiert hat, dann haben wir das Gefühl gehabt, man gewinnt da irgendwie auf jeden Fall, ob man jetzt sich das groß Set aus, bemüht oder nicht. Das Set aus fünf Problem. Plättchen waren 25 Punkte, was man immer machen wollte. Und du hast es, glaube ich, auch, oder Ann-Kathrin hat es ziemlich gut hingekriegt. Und das war dann so, ist das so gut, wenn das so ist? Ja, das also, war zu stark. Ansonsten war das, glaube ich, ein gutes Spiel, aber die Plättchen waren zu stark. Finde ich auch. Bei mir ist es, wie gesagt, so ein Zwiespalt. Ich glaube, wenn es... Wird mich aber auch auf Nord runterhandeln. oh, okay, ja. Dann müssen wir uns jetzt entscheiden. Ist es hot oder not? Ja, dann lassen wir es mal noch auf ein Hot. Es ist noch ein bisschen... ja, geben wir es dann auch mit. ja, du hast es ja als hot bezeichnet, also deswegen... Ja, aber ich würde mich ja auch anpassen und es auf ein Nord schmecken. Achso, dass ja wir es rausmachen? Ja. Ja... Dann doch. Warst du froh, dass ich Hot genommen habe? Ich weiß es nicht. Sollen wir es Hot machen? Ich würde es erstmal nochmal spielen. Okay, das ist ein Punkt, ja. Ich auch. Und dann kann man nochmal gucken, ob es nochmal aufgetischt. Im Hot or Not darf es ja dann nochmal erscheinen. Vor allem, wenn man so einen Wackelkandidat hat. Ob es dann die andere Partie nochmal gefixt hat. Ich habe gehört, dass es wohl scheinbar irgendwie die Würfelersatz gab. Weil hier, guck, auf dem Bild ist auch schwarze Ziffern auf dem Würfel. Ja. Und bei uns sind es ja weiße Würfel. Ich glaube, das haben die wieder falsch gemacht oder irgendwas. Aber bisher haben sie mir noch leider noch nicht geantwortet wegen Ersatz. Aber naja, gut. So, ich glaube, wir haben alles durch bis auf einen Titel. Die halte ich jetzt nicht ganz in der Hand. Das ist ein Riesending. Die Burgen von Burgund Special Edition. Tja, die Frage ist, konnte diese Special Edition uns überzeugen oder sagen wir, nee, die alte ist geil, das Ding muss weg. Schauen wir mal. 3, 2, 1. Was? Nein. Was? Nein. Was? Naja, ich wollte, also, da war ich jetzt schon ganz schwer am Schlucken hier. Also, nein, ja, wir machen ja nur Spaß. Also, die Burgen von Burgund Special Edition finden wir beide hot. Warum? Sieht richtig cool aus. Okay.
Du hast ja, ich erinnere mich damals, als ich das Gepäck hatte, so, ah nee, das ist wieder ein neuer Scheiß, brauchen wir das überhaupt? Naja, und die alte Version ist so schön und die stört mich nicht und ich finde die toll und so habe ich sie kennengelernt und... Ja, aber du wolltest mir ja auch die Weinberge andrehen und da habe ich gesagt, nein. Die Weinberge, aber die sind doch bestimmt auch cool, aber ja. Ja, genau, aber ich habe, also... Also du wolltest Basic spielen. Es sieht schöner aus. Mhm. Wir haben mit den Acrylplättchen gespielt. Ja. Und kann mich auch damit anfreunden. Also ich finde es schön und passt auch alles und so. Aber das Neue wollte ich dann auch nicht. Den Zusatz mit den Weinbergen. Vielleicht kann man den ja mal ausprobieren. Oder ich probiere ihn aus. Man kann es ja auch solo spielen. Und was machen wir mit der alten? Behalten. Warum? Weil es nach wie vor cool aussieht. Und ein schönes Spiel ist. Aber wir spielen sie ja doch wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Nostalgie, weil die behält die alte Version. Würde die nicht hergeben. Nein, würde es nicht hergeben? Okay. Weil es ein cooles Spiel ist und die alte auch schön aussieht. Hm. Ja, also mich hat die alte auch nie gestört. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, wenn wir Bogen spielen, würde ich eher die rauspacken. Weil das mit der Matte ist cool. Dann die Acrylteilchen, dass dann dieser Einsatz drin ist. Man muss sich zwar kurz umgewöhnen, dass die Burgen jetzt nicht mehr grün sind, sondern rot dargestellt. Aber das ging eigentlich relativ schnell. Und die Miniaturen, die sind halt... Also ich habe nur die Burgen als Miniaturen, nicht alle anderen Gebäude. Das fand ich irgendwie albern oder halt nicht notwendig. Und kurz habe ich überlegt, wollen wir mit den normalen Plättchen spielen? Weil hinten drauf steht ja, was die tun. Aber ich finde, man kann es nach wie vor wieder so spielen. Acrylplättchen und die Spielhilfe neben dran. Einfach nachlesen. Das ist super, ja. Und mir kam es auch irgendwie so anders vor, als wären irgendwelche Plättchen anders. Das war irgendwie ganz komisch. Ja. So diese gelben, als wären das irgendwie... Der Lustgarten sah doch irgendwie auch anders aus. Der Lustgarten ist leider kein Lustgarten mehr, sondern irgendein... Wie hieß das? Keine Ahnung. Irgendwie das Weiße Haus, ne? Irgendwie ein anderes Gebäude. War das ein weißes Schloss? Oder weißes Schloss? Nee. Oder, ja, irgendwas weiß, weil ja der weiße Würfel genutzt wird. Ich fand Lustgarten irgendwie witziger. Sie haben es auf jeden Fall umbenannt. Ja, wie dem auch sei. Aber dennoch finde ich diese Version, es ist eine Menge Holz, was man da berappen muss, aber ich finde, es ist jetzt wirklich die Special Edition, die jetzt auch richtig cool aussieht und Spaß macht, auch von der Haptik her, weil alles ein bisschen größer ist und ja, der Tisch, das hat eigentlich gepasst. Ja. Und ja, also das auf jeden Fall. Ja, wir sammeln noch mal kurz und sehen uns gleich wieder. Also ohne Tisch ist das ganz schön schwer, ne? Wir haben hier jetzt quasi, das ist unser Hot, ja? Hier sieht man Calavera, genau. Und die hier alle. Und das ist höher, unser Hot-Not-Stapel, ja? Also da sind wir uns nicht ganz sicher, ob das jetzt raus soll oder nicht. Ich kann dir das auch gerne abnehmen. Ja, schreibt doch mal in den Kommentaren, wie seht ihr das mit den Spielen? Habt ihr zum Beispiel auch die Burgenversion? Habt ihr vielleicht, das nehme ich... Mosteiro oder irgendwas anderes, wo ihr sagt, nee, das ist jetzt nix oder wieso, also Surfosaurus Max hat bei uns auch nicht funktioniert oder wie dem auch sei. Ja, das war's von uns erstmal, unsere Folge und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn ich heute wieder sehr viel geredet habe und du leider nicht so viel. I'm sorry, aber wichtig ist ja, kurz und knapp. Dass du dabei warst. Dabei sein ist alles. Dass du einfach immer das gezeigt hast, weil sonst hätte ich alles behalten. Ja, wobei, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen darüber reden, ob wir die anderen behalten oder nicht. Ne? Mm. Die Nots heißen ja nicht unbedingt, oder Hot Not heißt ja nicht unbedingt, dass wir es definitiv behalten müssen, sondern dass halt jemand dagegen ist, der es nicht so geil findet. Dann müssen wir halt schauen, ob wir es behalten oder nicht. Ja. So, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut gerne noch andere Videos von uns an. Die ihr hier irgendwo seht, hoffe ich doch. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Hot or Not. Ich müsste ich Not zeigen, weil mit Rot passt das besser, fällt mir gerade so auf. Ah, für die nächste Folge dann. Macht's gut, bye bye.